Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Vežbat ćemo danas da sastavljamo rečenice na nemačkom. Dakle, imate vremena i vi da sastavite svoju dok ja kucam. Prevodit ćemo sa našeg na nemački jezik. Akcenat će biti na nekim od veznika, dakle kako povezujemo rečenice sa nicht nur, sondern auch, entweder oder, weder noch i tako dalje. Dakle, nešto što nam uvek nekako zafali kad hoćemo da pravimo malo dužu rečenicu. Jeste moj savet, uvek pravite kraće rečenice i umesto jedne komplikovane, složene rečenice, bolje napraviti dve kratke, nezavisne rečenice, ali generalno ponekad nam i zatreba ovakva vrsta rečenice, tako da nadam se da ćete ih uspešno savladati i prevesti danas sa mnom. Krećemo odmah. Broj 1. On ima danas rođendan i ja mu čestitam rođendan. Hat heute Geburtstag. Hat heute Geburtstag. Ja mu čestitam rođendan. Ich gratuliere ihm. Zum Geburtstag. Mislim, možemo i samo da kažemo und ich gratuliere ihm. Podrazumeo sam. Hat heute Geburtstag und ich gratuliere ihm. Warum gratulierst du ihm? Zašto mu čestitaš? Warum gratulierst du ihm? Weil heute Geburtstag hat. Weil heute Geburtstag hat. Warum gratulierst du ihm? Oder warum kaufst du ihm ein Geschenk? Zašto mu kupuješ poklon? Warum kaufst du ihm njemu ihm? Warum kaufst du ihm ein Geschenk? Warum gratulierst du ihm? Weil heute Geburtstag hat. Jer mu je danas rođendan. Hat heute Geburtstag und ich gratuliere ihm. Ich kaufe ihm ein Geschenk und ich gratuliere ihm. Znači ja mu čestitam i ja mu kupujem jedan poklon. Zato što mu je rođendan. Weil heute Geburtstag hat. Ili ćemo da požurimo ili ćemo da propustimo voz. Entweder beeilen wir uns oder verpassen wir den Zug. Entweder ili beeilen wir uns, ili ćemo požuriti, oder ili verpassen wir den Zug, ćemo propustiti voz. Znači mi kažemo ili ili, ili ili, a ovdje kažemo entweder ili, oder. Entweder oder. Also entweder beeilen wir uns oder verpassen wir den Zug. Mi moramo da požurimo. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, da ne bismo propustili voz. Wir müssen uns beeilen, um den Zug nicht zu verpassen. Wir müssen uns beeilen, zašto? Um zu, odgovaramo, um den Zug nicht zu verpassen. Znači, odgovaramo pitanje zašto i možemo koristiti ovu formulu um zu plus infinitiv. Da ne bi, da ne bismo, da ne bismo propustili voz, um den Zug nicht zu verpassen, moramo požuriti. Müssen wir uns beeilen. Ili ovaj veznik iz dva dela. Entweder beeilen wir uns oder verpassen wir den Zug.
Danima imam glavobolju. Ich habe seit Tagen Kopfschmerzen. Ich habe seit Tagen Kopfschmerzen. Zbog toga idem kod lekara. Deshalb gehe ich zum Arzt. Ich habe seit Tagen, Danima, seit Tagen Kopfschmerzen. Deshalb gehe ich zum Arzt. Zbog toga idem ja kod lekara. Znači iz ovoga deshalb. Stavljam odmah glagol. Deshalb gehe ich zum Arzt. Warum musst du zum Arzt gehen? Zašto moraš kod lekara? Warum musst du zum Arzt gehen? Warum musst du zum Arzt gehen? Weil ich seit Tagen Kopfschmerzen habe. Warum musst du zum Arzt gehen? Weil ich seit Tagen Kopfschmerzen habe. Ich habe seit Tagen Kopfschmerzen. Deshalb gehe ich zum Arzt. Ich muss zum Arzt gehen, weil ich seit Tagen Kopfschmerzen habe. Dakle, weil ili deshalb, kao što vidimo, možemo koristiti u istom rečenici, u smislu ima isti smisao rečenica, samo smo je malo izokrenuli i uz weil glagol je na kraju, uz deshalb glagol ide odmah iza deshalb. Znači, ja imam danima glavobolju, zbog toga idem kod lekara. Ja moram kod lekara jer danima imam glavobolju. Znači, deshalb zbog toga, weil, jer. Dobro. Dalje. Ja ne govorim španski, već italijanski. Sondern. Ich spreche kein Spanisch, sondern Italienisch. Sondern, već, nego. Znači, ich spreche kein Spanisch, sondern Italienisch. Oder, ne idem, gde? Ne idem u bioskop, već kod lekara, jer imam glavobolju. Ich gehe nicht ins Kino, sondern zum Arzt, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich gehe nicht ins Kino, sondern zum Arzt. Ich spreche kein Spanisch, sondern Italienisch. Znači već, nego. Sada taj sondern imamo i onom izrazu ne samo ovo, nego već i nešto drugo. Pa recimo da kažem, ja ne govorim samo nemački, već i italijanski. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. A pitanje bi moglo da bude welche Fremdsprachen sprichst du? Koje strane jezike govoriš? Welche Fremdsprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch. Sprichst du nur Deutsch? Nein, ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. Nicht nur, sondern auch. Ili, možemo da kažemo, on, šta još može da radi, a ne samo to. On ne samo da
kuva, već i čisti. Savršen muž. Er kann nicht nur kochen, sondern auch putzen und aufräumen. Er kann nicht nur kochen, sondern auch putzen und aufräumen. Er kann nicht nur kochen, ne samo da zna da kuva, sondern auch putzen und aufräumen. Već zna da čisti i sprema, posprema. Dobro. Možemo je koristiti sowohl auch, sowohl als auch, znači on zna, er kann Englisch, er kann sowohl Englisch als auch Französisch. Kako jedno, tako i drugo. Sowohl Englisch als auch Französisch. Možemo iz ovog gore reći što zna da kuva i čisti. Er kann sowohl kochen als auch putzen. Er kann sowohl kochen als auch putzen. Dobro. Ja ne znam ni da kuvam ni da čistim. Und das ist nicht so gut. Ich kann weder kochen noch putzen. Ich kann weder kochen noch putzen. Nie, nie. Ne idem ni na more, ni na planinu. Ostajem kod kuće. Ich fahre weder ans Meer noch in die Berge. Leider bleibe ich zu Hause. Ich fahre weder ans Meer noch in die Berge. Dakle, wohin fährst du? Oder wohin reist du? Gde putuješ? Ans Meer? Oder in die Berge. Grätisch, ans Meer oder in die Berge. Leider bleibe ich zu Hause. Leider fahre ich weder ans Meer noch in die Berge. Leider fahre ich weder ans Meer noch in die Berge. Nie, nie. Kako bilo, još nisam odlučila. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch nicht entschieden. Još nisam odlučila. Ići ću ili na more, ili na planinu. Ich fahre entweder ans Meer oder in die Berge. Ich weiß noch nicht. Još ne znam. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen. Ich fahre entweder ans Meer oder in die Berge. To je bolja varijanta, a ovo je da ostaješ kod kuće. Ich fahre weder ans Meer noch in die Berge. Nini. Entweder oder i weder noch. Ne idem u šetnju jer pada kiša. Wir machen keinen Spaziergang, denn es regnet.
Wir machen keinen Spaziergang, denn es regnet. Ovaj den je onaj za spašavanje. Veznik jer nije kao weil. A zašto? Pa zato što imamo normalnu rečenicu iza es regnet. Nema onog glagola na kraju, nema da razmišljate. Znači kad koristite den, lakše nego da koristite weil. Da je bila weil, rekli bismo isto. Weil es regnet i ovde se ne bi mnogo promenilo. Ali ne idem u šetnju jer nemam vremena. Wir machen keinen Spaziergang, denn ich habe keine Zeit, weil ich keine Zeit habe. Znači ovde vidimo razliku. Denn ich habe keine Zeit, weil ich keine Zeit habe. Birajte koji ćete koristiti. Ne dolazim danas, nego sutra. Ich komme nicht heute, nego već, sondern morgen. Ich komme nicht heute, sondern morgen. Smo imali sorgen, a sondern mislim nisu stavili zarez. Mislim što se setio. Evo ga. Ich kann nicht nur kochen, sondern auch putzen. Kino, sondern zum Arzt. Dobro. Znači odvajaju se zarezima ovi veznici. Ti ne samo da učiš malo, nego se uopšte i ne trudiš. Nicht nur, sondern auch. Du lernst wenig, du lernst nicht nur wenig, sondern du gibst dir auch keine Mühe. Du lernst nicht nur wenig, ne samo da učiš malo, sondern du gibst dir auch keine Mühe. Već se još ti ne trudiš. Znači, ich gebe mir Mühe, trudim se, ich gebe mir keine Mühe, ne trudim se, und ich lerne nicht viel, a i ne učim mnogo. Ok, nadam se to nije naš slučaj i da vi učite i da se trudite i vidimo se u narednoj lekciji. Ćus!